Hallo Leute, da bin ich wieder. Schaut mal, wo ich hier gelandet bin, in Erbach, hier in Hessen. Wirklich ein sehr schöner Ort. Mal schauen, ob wir hier was zu sehen bekommen. Wenn, dann seht ihr das natürlich nach dem Intro. Bis gleich. Erbach im Odenwald gelegen, wirklich sehr schön. Ich komme mir vor wie in Österreich oder Schweiz oder so. Schaut mal, das sieht doch richtig gut aus. Ich bin vorhin von da oben irgendwie rangefahren hierhin und werde dann natürlich versuchen, von da oben auch noch mal schöne Aufnahmen zu machen. Wie ihr sehen könnt, liegt hier sofort auch der Bahnhof, auch mit den ganzen Bussteigen hier, 1-2 Stück hier. Aber wir haben diesmal Pech, dass Schienenersatzverkehr ist. Es gibt eine Baustelle auf den Schienen, deswegen fahren nicht so viele Züge hier lang. Sonst sind es doch ein oder zwei. Ganz hinten, da kann ich sehen, ein Zug ist da, den schauen wir uns gleich an. Und dann sind auch Fahrgäste, die warten auch auf dem Bus. Aber was ich euch hier noch zeigen kann, ist, wie ihr sehen könnt, die haben hier so eine alte, boah, wann ist das, eine Lok oder so, hier so aufgebaut, dass man das hier so schauen kann, gucken kann. Das war wohl früher mal hier so ein Teil. Ich weiß nicht, wofür die das mal gebraucht haben. Ich habe mal hier reingeguckt. Hier füllen, fahren und so was alles. Ne? Ich weiß nicht, ob das mit Dampf war oder so oder Strom. Keine Ahnung, was das für ein Teil ist. Auf jeden Fall könnt ihr sehen, ich bin in Erbach im Odenwald. Und das ist hier der kleine Bahnhof. Ich laufe jetzt mal mit euch auf die andere Seite. Da haben wir ja einen Zug gesehen. Mal gucken, der steht da einfach so rum als Ersatz oder so. So, wenn man auf die andere Seite will, muss man hier natürlich aufpassen. Hier steht Zugverkehr beachten. Da kann man hier rüber und auf die andere Seite. Zu den Zügen, alle Richtungen, Ausgang geht auf der Seite. Bin gerade am Aufnehmen, jetzt haben sie mir voll reingekackt. So, es geht weiter. Ich wurde gerade ein bisschen unterbrochen, weil die Leute, die stehen hier und wissen nicht, wie es weitergeht, wo es lang geht. Keine Fahrgastinformation, da steht zwar 10.38 Uhr, aber keine vernünftige Information. Oder wenn man eben halt nicht bewusst ist, dass hier Straßen oder beziehungsweise Schienen eben halt gesperrt sind, ja, dann kommt sowas vor, dass man da steht und wartet und wartet. Da hinten steht auch noch ein Zug, sehr wahrscheinlich eben halt aufgrund dessen, dass sie auf der Schiene da irgendwelche Baustellen haben, können die nicht fahren. Ganz hinten, da sehe ich auch noch zwei. Mal gucken, ich laufe auf jeden Fall auf den anderen da hinten mal zu, was das für einer ist. Den haben die hier einfach mal so abgestellt. Keine Ahnung, warum, weshalb. Ja, ich weiß auch nicht, was das für ein Teil ist. Auf jeden Fall habe ich gerade vergessen zu erwähnen, muss ja alles Diesel sein, weil es gibt keinen Stromabnehmer, Stromgeber oder des Ähnlichen. So, auch wieder von der RMV. Ja. So sieht das so aus. Das ist ein Bombardier. Endlich, das ist ja mal schön, dass man das jetzt mal sehen kann, was das für ein Teil ist. Da steht zum Beispiel Bombardier Itino oder 1-Tino, keine Ahnung, was das heißt. VT-106, das ist ja wahrscheinlich die Nummer. Aber jetzt wissen wir, dass das ein Bombardier ist. Ja, so schaut es aus. Odenwaldbahn gibt es hier auch noch. Ja, und der andere da hinten, der steht da auch noch rum. Gut, die Leute, die warten hier auch auf den Schienenersatzverkehr. Da oben steht noch was nach Ebersbach, 10.55 Uhr. In einer Minute kommt was. Erbach-Westring. Ja, angeblich in einer Minute kommt gleich was. Okay, da sind wir mal gespannt. Wie ihr sehen könnt, ist noch richtig früh. Ich bin heute Morgen losgefahren von Offenbach. Vielleicht habt ihr das Video ja schon gesehen oder es kommt noch hierhin. Hier sind die Haltestellen für die Busse. Angeblich, wie gesagt, um 1 Uhr, angeblich in einer Minute, soll ja hier ein Bus kommen. Ich denke, jetzt kommt ein richtig schön großer Bus. Was kommt? Ein Sprinter. Ja, okay. Erbach, Westring über Siemensstraße.
so einen schönen kleinen Mercedes. Ja, der ist ja wohl wendiger und so und kommt überall gut hin, denke ich mal. Ja. So, wir gucken noch mal, ob wir ein paar Informationen hier bekommen. Da brauchen wir nicht runterlaufen. So sieht es wohl aus. Sehenswertes Schloss. Marktplatz ist wohl sehenswert. Lustgarten. Was? Lustgarten? Brudergrund. So schaut das da wohl alles aus, wie ihr sehen könnt. Ja, diesen Blick, den will ich nachher auch noch mal von oben haben. Ja, und Tierpark, Streichelzoo und so was alles haben die wohl auch. Ich laufe jetzt auf jeden Fall am besten fahren. Michelsberg ist noch 3 Kilometer von hier, aber da fahren wir gleich mal hin und schauen uns da auch noch mal alles an. Das sieht mir vom ländlichen her, von Stadt, vom Dorf her richtig gut aus. Natürlich machen wir jetzt ja hier keine Stadtbesichtigung oder eine Stadtvorstellung, eigentlich Busse und Bahnen, aber hier ist nicht allzu viel los. Das ist das immer. Man muss echt immer Glück haben, wenn man, die sagen immer, komm hier hin, komm da hin, und wenn man dann hier hinkommt, ist dann auf einmal gar nichts los. Ne? So wie hier. Hier ist wirklich nichts los. Obwohl, da sind noch Fahrgäste am Warten. Vielleicht haben wir ja Glück und es kommt doch noch so ein Bombardier oder so hier vorbei. Ja, dann warten wir mal. So, das Warten hat sich doch gelohnt. Es kommt doch etwas hier hin. Ich überquere das mal einfach schnell, bevor der mich überfährt. Aber es ist auch ein Bombardier, so wie es ausschaut. Die haben auf mich gehört und schreiben jetzt mittlerweile Bombardier auch vorne dran, damit der Mehmet OE direkt erkennen kann, was für ein Zug das ist. Ja, genau, wie ich gesagt hatte, ein Diesel, ja, weil keine Leitungen für Strom da sind. Der fährt dann hier weiter in Richtung, ja, kein, oder der fährt wieder zurück, weil alle Richtungen zeigt ja auf die Seite. Bin ich mal gespannt. Ich habe gerade gesehen, der Führer, ich sage immer Führer, Betriebsführer, Fahrer ist immer gut, aber der heißt ja nicht Fahrer. Der führt ja dieses Teil. Der ist, glaube ich, ausgestiegen oder durchgegangen nach hinten. Entweder fährt er hier wieder zurück, wie so ein Kopfbahnhof, oder fährt hier weiter. Weil ich habe den gerade gesehen, dass er da nach hinten gelaufen ist. Oder der musste auf Toilette. Nee, ich glaube, der musste doch auf Toilette oder so. Der ist wieder gekommen. Der fährt jetzt hier weiter. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung oder wohin. Steht nichts drauf. Bei ihm steht auch nichts drauf oben. Nicht einsteigen steht da nur drauf. Okay. Ja. Auch hier im dörflichen gelegenen Erbach gibt es auch hübsche Mädels. Ja. Die können aber nicht einsteigen. Die kriegen die Tür nicht auf. Oder das ist der falsche. Die kommen da irgendwie nicht rein oder so. So, der fährt doch weiter. Der Bombardier gibt mal richtig Stoff. Haben wir doch noch ein oder zwei Bombardiers gesehen hier in Erbach. Boah, der Boden, der vibriert richtig, wenn er hier vorbeifährt. Ja, da hört man noch den Diesel. Jawohl. Ne, die sehen richtig schön aus. Bombardier, okay. So Leute, ich bin weitergezogen nach Michelsstadt, nicht Michelsberg. Ich sage immer Michelsberg dazu, aber das ist hier Michelsstadt. Und hier sehen wir den Bombardier, der sehr wahrscheinlich auch von Erbach losgefahren ist, hier, um die Leute weiter aufzunehmen. Das geht dann weiter in die Richtung. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön gelegen hier. Jetzt habe ich auch mal hier diesen Aussichtsplattform, so eine Brücke extra gefunden für euch. Bin auch hier hoch gerannt, weil ich den da hier gesehen habe. Einen sehr schönen Blick von hier oben. Vias, das ist die Betreiberfirma oder Gesellschaft, wie bei uns eben halt Westbahn, Ostbahn, keine Ahnung, wie die alle heißen. Ja, der guckt da nochmal, der Betriebswagenführer, könnt ihr noch sehen. Der guckt da gerade noch aufs Fenster.
ob alle Türen zu sind, ob keiner mehr da reingestürmt kommt, und wird gleich seine Fahrt fortsetzen. Jetzt gibt er mal ordentlich Stoff. Ah, auf der anderen Seite ist noch einer. Oder der hat abgekoppelt. Ich glaube, der hat abgekoppelt und der fährt jetzt von alleine weiter oder so auf die andere Seite vielleicht wieder. Irgendwas ist hier passiert, weil der stand nämlich vorhin nicht da. Ich bin nur hier hingerannt. Der verschwindet jetzt da hinten. Und da ist die Hauptstraße. Da werde ich dann gleich weiter nach Darmstadt fahren. Sind ungefähr, boah, ich glaube, 60 Kilometer von hier. Ja, dann kann ich auch wieder hier runter. Michelstadt, ja, auch eine schöne Stadt. So, ich komme jetzt mal hier wieder runter. Jetzt könnt ihr gleich sehen, von wo ich diese Aufnahmen gemacht habe. Ja, um auf die andere Seite zu kommen, kann man hier darüber laufen, damit man auf dem Gleis 2 kommt, in die andere Richtung zu fahren. Aber der Kollege, was macht der jetzt hier? Bin ich mal gespannt. Der fährt bestimmt auf die andere Seite weiter. Ja, das hat irgendwas mit dieser Baustelle hier zu tun, denke ich mal. Und direkt hier hat man auch den Bus Zopp. Ja, hier fahren dann die einzelnen Busse wohl weg. Aber meistens so kleine Busse, so Sprinter und so, weil die Stadt ist ja eine Altstadt. Und wenn man jetzt da hinten zum Beispiel hin möchte, ist alles auch eng und so. Da bietet sich das an, natürlich so Sprinter öfters mal fahren zu lassen, ja. So, ich glaube, der macht sich jetzt fertig zum Abfahren. Ja, die Odendalbahn, Vias. Odenwald, nicht Odendal, Odenwald. Ja, schön. Michelstadt. So, kommt dann gleich noch ein Bus. In 3 Minuten kommt ein Nummer 10 auf die E. Wo ist Haltestelle E? In 3 Minuten. Den können wir noch mitnehmen. E, B, da hinten. Da, wo die Leute stehen, da wird er wohl gleich ankommen. Hier kann man noch mal sehen, Anfang April bis Oktober Naturbus. Den gibt es jetzt wohl neu. Ja, historisches Rathaus haben die hier auch. Ja, ich gehe gleich irgendwo mal was essen und dann geht's weiter. Aber wir schauen mal, was für ein Bus gleich hier ankommt. Ich denke mal auch wieder so einen kleinen Bus. Und genau pünktlich kommt er an. Aber es müssten 2 Busse kommen. Gleich müsste noch einer kommen. Das ist die 10. Ja, einen schönen Citaro. Und der andere müsste gleich zu E eigentlich kommen. Das sind nämlich die Leute, die hier drauf warten. Dann müsste der theoretisch von der Seite kommen und auf den warte ich eigentlich. So, diese Citaros, die haben sich wohl bewährt, diese LEs. Ja. Ich zeige euch auch noch mal die andere Seite hier von dem Bahnhofsgebäude. Ja, richtig schön. Ich warte eigentlich noch auf einen Bus. Wenn der da ist, dann ziehen wir weiter. Hatte ich mir auch schon fast gedacht. Es ist kein großer Bus, sondern ein kleiner Bus. So ein schöner Sprinter. Jawohl. Ah, Schienenersatzverkehr haben wir auch hier. Hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Der hält da vorne an. Lässt die Leute raus und dann fährt er weiter. Das heißt, es müsste dann theoretisch auch gleich noch ein Zug kommen. Ist bestimmt der, der da hinten gestanden hat, weil die laufen jetzt alle darüber. Aber die haben wir ja schon gesehen. Es sind ja diese Bombardiers. Aber den Bus, den nehmen wir noch mit und dann ziehen wir weiter. Ja. Der Fahrer war skeptisch am Gucken, was ist der? Ist das Mehmet OE oder ist das nicht? Aber ich bin's.
So, ich verabschiede mich von euch. War schön. Ich hoffe, ihr habt es wieder genossen. So ein paar schöne Videos, so ein paar schöne Bilder. Ich versuche immer für euch etwas zu zeigen, wo kein anderer war oder was kein anderer tut. Das bin ich nun mal. Das ist mein Kanal Mehmet Oe. Ihr habt nichts verpasst oder ihr werdet nichts verpassen, wenn ihr abonniert den Kanal. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dass wir eine gute Community werden, wie wir es bis jetzt gewohnt sind. In diesem Sinne, macht's gut. Man sieht sich natürlich wieder. Lasst euch überraschen. Irgendwo aus einer anderen Stadt. Vielleicht auch im Ausland. Wer weiß. Bis dann. Euer Mehmet Oe.